Online-Journalismus. Du sagst, es ist eine geile Zeit. Es gibt auch Menschen, die sagen, naja, was wir heute an Journalismus erleben, das ist nicht mehr so fundiert, das wird immer schlechter recherchiert, man kann nicht mehr das Gute von dem Schlechten unterscheiden oder das Seriöse von dem Unseriösen und so weiter. Trotzdem sagst du, es ist eine geile Zeit. Mhm. Was hat sich denn verbessert gegenüber dieser guten alten Zeit, wo es die Print-Journalie gab und das Fernsehen und das Radio und das war's dann, es gab kein Internet und viele sagen, das war doch die schöne, seriöse journalistische Zeit, die große Zeit des Journalismus. Es wird dich erstaunen, aber ich würde sogar die Gegenthese aufmachen und sagen, der Journalismus war noch nie so gut wie heute. Okay. Und zwar, das liegt an mehreren Faktoren. Die wichtigste ist allerdings, dadurch, dass wir unsere eigenen Fehler, unsere Recherchefehler, unsere, weiß ich nicht, was mal bei einer Zahl ein Komma verwechselt oder eine alte Studie bemüht oder die andere gar weggelassen und so weiter, dadurch, dass das heute auffliegt, dass die Menschen, die Leserinnen und Leser uns bei der Arbeit zuschauen können, haben wir eine fünfte Macht bekommen, die eben nicht alles fressen und glauben muss, was wir da so behaupten. Mhm. Und das ist per se nichts Schlechtes, im Gegenteil, es ist was sehr Gutes. Mhm. Und wenn ich sage, der Journalismus ist heute besser als vor 20 Jahren, da kann ich jeden Einzelnen wirklich nur den Tipp geben, holt euch doch mal vom Speicher oder irgendwie sonst wo von euren Eltern mal alte Spiegelausgaben oder alte Zeitungsausgaben aus den 80er Jahren, reicht schon. Mhm. Und lest ihn nochmal durch und ihr werdet feststellen, Moment mal, das ist aber sehr schwammig, die Angabe, oder ist ja gar keine Quelle angegeben, woher dieses Wissen hat und so. Und tatsächlich, wir hatten das früher gar nicht nötig, unseren Leserinnen und Lesern zu sagen, wie wir das begründen oder woher wir die oder andere Informationen haben. Klar, wenn es um irgendwelche Leute, die geschützt werden müssen, irgendwie geht, dann sagt man auch heute die Quelle nicht, ganz klar. Aber so ganz allgemein, wenn ich behaupten würde, zum Beispiel irgendwie, immer mehr Deutsche leiden unter Migräne. Ja. Und dann konnten wir früher verheimlichen, dass die Studie, auf die wir uns berufen, in Wirklichkeit von der Pharmaindustrie kommt. Und darunter ist dann gleich die Anzeige für irgendwie Kopfschmerzmittel und so. Ja. Und damit sind wir halt früher durchgekommen. Ganz klar. Okay. Also es war deswegen haben wir nicht gelogen damals. Ja. Mhm. Also aber heute kommen wir mit schlampiger Recherche eben nicht mehr durch. Mhm. Und nochmal, die 80er, 70er, 60er Jahre, ich finde, wir glorifizieren diese Zeiten immer so ein bisschen, wenn man sich das mal genau anschaut, nach den Qualitätskriterien, wie wir heute auch ans Internet setzen. Mhm. Da muss ich sagen, haben wir damals eine gute Zeit gehabt, in der wir für wenig Recherche viel Deutungsmacht besessen haben, die es so heute nicht mehr gibt. Und deswegen finde ich, auch wenn es manchmal ungemütlich ist, finde ich die heutige Zeit und den Journalismus heute definitiv besser und wertvoller in der Gesamtheit. Natürlich gibt es immer Ausschläge, gab es immer. Aber also im Großen und Ganzen, also das Netz hat mich persönlich auch zu einem besseren und sorgfältigeren Journalisten gemacht. Mhm. Nun ist natürlich die Frage, wie finanziert man guten Journalismus? Wenn man ihn aufwendiger betreiben will, sprich, man nimmt sich für ein Thema mehrere Wochen Zeit, es muss doch irgendwie finanziert werden. Das ist ja auch so eine Frage. Also der Journalismus leidet ja auch darunter, dass er nicht mehr so viel Geld offensichtlich hat. Also jedenfalls sind die großen Zeitungen und großen Magazine haben alle große Probleme, logischerweise, weil die Printprodukte nicht mehr so viel gekauft werden. Ja. Du hast auch durchaus da Vorschläge gemacht, so Later Pay zum Beispiel, solche Sachen. Auch das sind ja Sachen, über die du immer Gedanken gemacht hast. Das finde ich immer interessant, dass du da auch immer sofort dann immer gleich Ideen entwickelst. Aber wie finanziert man heutzutage guten Journalismus? Wie macht man das am besten? Ja, weil du Later Pay gerade ansprichst, Achtung, Werbeblock. Ein Startup, das versucht hat, etwas zu machen, was für mich als User eigentlich selbstverständlich ist. Ich würde gerne für Journalismus zahlen dürfen, aber die großen Verlage haben es mir ehrlich gesagt so schwer gemacht, wie nur irgendwie für einen guten Bericht, eine gute Story Geld zu zahlen. Beispiel, entweder sie stellen alles gratis ins Netz, ja, und hoffen, dadurch Reichweite aufzubauen und dann Werbebanner zu verkaufen, was wir auch alle ätzend finden. Oder aber sie zwängen mich in irgendwie so ein Abo rein. Ich will einen Artikel lesen und muss jetzt plötzlich irgendwie das ganze Heft oder vielleicht sogar einen ganzen Monat
kaufen. Und dann, selbst wenn ich bereit wäre, ein Monatsabo abzuschließen, dann geht die Bleiwüste los mit einem Formular, das über 3 Seiten sich erstreckt, wo man irgendwie mein Horoskop und den Mädchennamen meiner Mutter und alles nochmal abfragt, wo ich sage irgendwie, hallo, ich wollte doch nur für diesen einen Artikel zahlen. Mhm. Ne, so, und dann ist halt, wie soll man sagen, das Window of Opportunity halt ganz schnell wieder zu, wenn du im Starbucks an der Schlange stehst und dann immer noch kämpfst und irgendwelche Bankzahlen und sonst was da eintippen musst. Wir haben Ihnen eine Mail geschickt, die müssen Sie jetzt wieder rückbestätigen. Ehrlich, dann halt nicht. Ne? So. Mhm. Und so haben wir es halt wirklich einerseits, also entweder Artikel verschenkt oder aber das Bezahlen so schwer gemacht, dass einfach, dass du die Lust drauf verlierst. Mhm. Und dazwischen, sorry, das waren jetzt 15 Jahre, bis jetzt die Verleger angefangen haben, mal ein ordentliches Kassenhäuschen aufzustellen, so wie es bei Amazon One-Click-Buy schon im Jahr 2005 gab oder 2004. Mhm. Und da sehe ich tatsächlich Nachholbedarf. Und LaterPay hat eben, das ist ein kleines Startup aus München, hat sich eben da Gedanken gemacht, wie man das vereinfachen kann. Klar, super Idee. Und also wie funktioniert es? Nochmal konkret erklärt. Du musst dich gar nicht erst anmelden, sondern du kannst erstmal sozusagen konsumieren. Dann kommt dann so ein kleines Pop-up und sagst, möchtest du den Artikel jetzt lesen? Kostet 30 Cent oder 10 Cent oder was auch immer. Und dann sagst du einfach nur okay. Und dann wird sozusagen ein virtueller Bierdeckel angelegt im Hintergrund, den siehst du gar nicht. Mhm. Und da wird sozusagen nur aufgeschrieben, was du so alles so konsumiert hast. Wenn du 5 Euro erreichst oder 5 Dollar in Amerika, dann kommt zum allerersten Mal so ein Hinweis und so weiter, du hast jetzt 5 Dollar verbraucht, magst du uns deine Kreditkarte hinterlegen. Und dann musst du es immer noch nicht machen, das heißt, du kannst dann immer noch ein bisschen anschreiben, aber dann werden die sozusagen, kommen die Hinweise immer häufiger und so weiter. Und das nächste Mal, wenn du im Hotelzimmer oder entspannt irgendwo bist, gibst du halt deine Bankdaten einmal an und dann kannst du weiter konsumieren, bis die nächsten 5 Dollar voll sind und so weiter. Und dann buchen die das immer so 5 Dollar pro 5 Dollar pro 5 Dollar immer ab. Und wenn dir ein Artikel nicht gefällt, kannst du auch zurückgeben und kriegst dein Geld auch wieder. Ah ja. Ja, und aber auf die Tour konnten ja viele reisen, sag ich mal so, ne? Dass sie sagen, nur hat mir, sie haben's, in Wahrheit gefiel es ihnen, aber sie sagen, nur hat mir nicht gefallen und dann bekomme ich mein Geld wieder zurück. Ja, aber also, die Rücklaufquote ist erstaunlich gering, weil, ja, nämlich ist genau das so? Das, ja, weil nämlich genau das Ding ist, den Leuten gefällt das ja meistens. Die wollen ja auch zahlen. Es ist diese, was ich nie verstanden habe, war, wenn sich Döpfner und Co. auf irgendeine Medienkonferenzbühne gestellt haben und auch noch die eigenen Kunden beschimpft hat, so von wegen, ihr seid ja alles Diebe und ihr wollt ja alles nur gratis haben. Nein. Die Verlage haben ihren Job nicht gemacht. Die haben ein Kaufhaus offen hingestellt, mit offenen Türen, keinerlei Checkout-System, keinerlei Kassenhäuschen, nichts. Haben einfach so, und wenn die Leute dann, wenn sie dann irgendwie zahlen wollen, aber kein brauchbares Mittel, um zahlen zu können, in die Hand bekommen, na klar laufen die Leute dann natürlich rein und rauben den Laden aus, wenn man so möchte. Aber noch einmal, das ist ja nicht die Schuld der Kunden. Also das ist schon ziemlich dreist, muss ich sagen. Seinen eigenen Job nicht machen und dann die Schuld auf die Schwächsten der Schwachen beziehungsweise auf die kleinste Menge zu schicken, das ist, weiß ich nicht, ob das sein muss. Nein, er ist ja ein kluger Mann und weiß natürlich auch, dass da Probleme und Fehler gemacht worden sind. Und sie beheben es ja jetzt auch. Sie verkaufen auch eine Zeitung nach dem anderen, weil sie merken, sie können damit kein Geld mehr machen. Ja, und gehen voll online. Und so ähnlich mache ich das natürlich als Journalist auch und sage irgendwie, klar, wenn ich vom Journalismus alleine nicht leben kann, dann muss ich mir halt andere Standbeine suchen. Mhm. Es gibt ein Zitat von Steve Jobs, die Menschen lesen nicht mehr. Und du hast einen Blogtext vor kurzem geschrieben, da hast du dich speziell berufen auf die eine Geschichte mit Rezo, dieses berühmte Video, was die Politik geradezu ins Wanken gebracht hat hier in Deutschland. Und zeitgleich ja auch dieses heimlich aufgenommene Video von Herrn Strache in Österreich. Das war ja ungefähr zur gleichen Zeit. Und du hast daraus geschlossen, dass dieser Satz von Steve Jobs, den du lange Zeit für Quatsch gehalten hast, dass da offenbar doch was dran ist. Mhm. Es kommt irgendwann der Punkt, wo die Menschen nicht mehr lesen werden und alles über Video läuft. Ist das nicht eigentlich eine Horrorvision? Oder glaubst du einfach, das ist einfach die Zeit und das hat auch gewisse Vorteile es hat auch eine gewisse Faszination, wenn wir künftig nur noch über das bewegte Bild kommunizieren?
Nee, ich glaube, wir haben bisher jeden Technologiesprung oder Wandel überlebt. Und wir schreiben ja heute auch nicht mehr in Keilschrift oder wobei es kommt jetzt wieder so mit Hieroglyphen und Emojis, da denke ich mir, ui, wir entwickeln uns vielleicht sogar zurück. Ne? Stimmt, wir machen jetzt wieder so, sind jetzt wieder haarscharf so in unterwegs Richtung Antike beziehungsweise so Ägypten. Also um die These aufzuhören, natürlich ist es ein bisschen übertrieben, natürlich werden die Leute auch in Zukunft noch lesen, aber ich vergleiche das so ein bisschen tatsächlich vielleicht, ich meine, es gibt ja heute auch noch Pferdekutschen. Mhm. Ne? Also ich fände es schade, wenn es keine Pferdekutschen mehr gäbe. Ich meine, wie könnte man dann im Central Park mal entspannt, entschleunigt mal irgendwie einfach mal so eine Stadttour genießen? Aber mehr so aus Nostalgiegründen. Genau, aus Nostalgiegründen und um zum Entschleunigen und aus kulturellen Gründen. Ne? Genau, und genauso wirst du kulturell wahrscheinlich auch in einem Wiener Kaffeehaus hoffentlich in 50 Jahren auch noch eine Zeitung knistern können und dabei deinen Verlängerten trinken, schlürfen, weil das ist einfach dann, aber dann geht es nicht mehr darum sozusagen, wer hat gestern Fußball gewonnen oder heute, sondern dann geht es einfach nur darum sozusagen, um den Akt als solchen zu zelebrieren. Ich glaube auch, dass es in 20 Jahren auch noch Diesel- oder Verbrennermotoren geben wird, aber dann wirst du halt am Nürburgring dafür zahlen, dass du mal zwei Runden mit einem richtig fetten Sound so über die Nordschleife oder kurven darfst. Mhm. Und das hat dann sozusagen nicht mehr aber den, wie soll man sagen, den ursprünglichen Gedanken, dich von A nach B zu bringen, sondern dann ist das halt ein Event, ein Ding an sich, aber nicht mehr und genauso lesen. Ich glaube, in 10 Jahren werden die wenigsten Leute noch irgendwie Informationen oder tagesaktuelle sowieso nicht, weil klar, also vor allem, ich meine, es ist so ein nettes Konzept. Wenn du eine Zeitung liest, dann ist ja das, was dort geschrieben ist, auch schon wieder ein Tag alt, weil die Zeitung in dem Moment ja nur über Dinge schreiben kann, die gerade passiert sind oder vielleicht sogar am Tag vorher. Das heißt, du hast teilweise sogar 48 Stunden dazwischen. Das wird sogar, mein Vater wäre das zu langweilig. Ne? Das stimmt. Das so, und deswegen glaube ich tatsächlich, also Echtzeit mit 5G und so weiter, werden die Schleusen aufgehen für Bewegtbild. Und deswegen war es natürlich sehr niedlich, wenn die CDU Rezo mit einem 11-seitigen PDF geantwortet hat. aber ne, Rezo Awareness 17, 18 Millionen, PDF gelesen, runtergeladen, wahrscheinlich nicht mal am Tor selber hat wahrscheinlich das eigene Paper gelesen. Ne? So, und deswegen glaube ich, nee. Aber Philipp Amthor jetzt zum Beispiel auf Instagram, da macht er eine geile Show. Also der macht jetzt mittlerweile, und auch Bewegtbild, ne? Macht nicht nur Bilder oder meldet sich fast jeden Tag mittlerweile mit einem kleinen Video. Und das ist, glaube ich, das geht in die richtige Richtung. Naja, das ist ja auch so ein Typ irgendwie. Also der fällt ja einfach auf. Und das, glaube ich, das ist so ein Vorurteil, den er natürlich hat. Ne? Amthor ist geil. Das wird unser übernächster Bundeskanzler. Ja, ich also vor allem, es prallt ja auch an ihm ab, dass Leute sich über ihn lustig machen. Das ist ihm egal. Der ist da wirklich auch straight. Aber wir hatten in der Schule auch immer so Leute. Ja? Die natürlich, waren einfach so gleich, das waren die Mathematik-Genies so, und so. Das ja, waren so diese vierte Klasse oder dritte ja, Klasse natürlich. Grundschule schon mit dem Aktenkoffer in die... Das ist eine Ansage. Ja? Natürlich, ja klar. So, schnapp, absolut. Schnapp, machst den Koffer auf, holst da dann dein Schulbuch und das Pausenbrot raus. Ja. Genau, wirst ständig verdroschen, aber die rächen sich dann, indem sie Bundeskanzler werden und dann sagen sie, so, und jetzt macht euch nochmal lustig über mich. Mhm. Ja? Wenn ihr weitere Mediatheke-Beiträge sehen wollt, auf YouTube gibt es einiges davon, aber noch viel mehr gibt es auf Massengeschmack.tv, denn jeden Samstag gibt es eine neue Mediatheke mit interessanten Gästen und Beiträgen. Gleich mal kostenlos ausprobieren auf massengeschmack.tv.